Herzlich willkommen zurück zum 860s All Days Mod für Mobblade Warband. Ich wollte gerade eben schauen, ob ich jemanden von denen aufwerten kann. Nein. Kannst gerne nach oben kommen zu den anderen. Was wollte ich jetzt sagen? Wir haben in der letzten Runde Jefferson City gerecht. Haben die Banditen getötet. Small Village wurde gelootet. Wir gehen jetzt erstmal ein paar Büffel jagen, würde ich sagen. Einfach bloß, um uns ein bisschen, ihr wisst schon, Geld zu holen. Welchem General Napoleon III. Hast du Rider von minus 16 und minus 18? Oh, danke. Das ist aber nett, dass ich mit euch schlechtere Beziehungen bekomme. Warum auch immer. USA Veteran Infantry. Sharpshooter. Ein Ganzlinger. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Also, den möchte ich nicht wieder haben. Nö. Welches Hunting Territory nehmen wir uns denn jetzt? Nehmen wir uns mal das 15er vor. Um das dann direkt in Denver verkaufen zu können. Oh, das 21er Hunting Territory. Auf geht's! Okay, wir kommen nicht hinterher. Das ist wohl das, was hier abgeht. Die sind auf der Flucht von mir und sind einfach zu schnell. Moment mal, was haben denn die in dem Marktplatz drinnen? Würde mich mal interessieren bei Arms Merchant. Oh, die haben eine Dropdown Gatling. ist das geil. Oh, ein Enfield Carabine Indian. Karabiner. Trapper Big Knife. Buffellanze. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht mal mit den ihr wisst schon. Ne, ich glaube, ihr wisst nicht, was ich meine. Ob ich vielleicht mal mit den Indianern auch spiele, weil das auch interessant sein könnte mit den Indianern, aber um ehrlich zu sein, finde ich es gerade immer interessanter, gegen den zu kämpfen, weil die wirklich eigentlich gute Taktiken haben und ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe es nicht ein, euch eure Banditen wegzumachen. Nö. Das könnt ihr schon selbst machen. Für alle Notfälle ist da Fort Ridgely und dann werde ich mal sagen. Schon wieder Banditen. Habe ich da gerade Glumanda gehört im Hintergrund? Glumanda! Oh. Nein, wir sind nicht stark genug um. Warte. Village Farmers hört sich gut an. Hört sich nach einer guten Beute an. My lord, you're only poor farmers from the village of Woodlake Village. You're returning from the market at Lakota Sioux where you came to our village. Und jetzt holen wir uns das, was sie haben. You lose Hannah. Oh mein Gott, ist das. Das ist mir jetzt aber peinlich, dass ich Hannah verliere. Ich werde jetzt ein bisschen die Indianer aufreiben, um ehrlich zu sein. Ist das, glaubt das, was das ist, was uns das bringen wird. Obwohl ich jetzt gerade eben irgendwie komischen Unsinn rede. Also, ich sag's mal so, mein Plan ist jetzt einfach, die Indianer mit meiner kleinen Truppe ein bisschen zu ärgern. Weil der Krieg wird wieder ausbrechen, es ist unvermeidlich. Ich meine, die können uns halt einfach unser rechtmäßig angestammtes Territorium immer wieder streitig machen. Ist ehrlich, Frauen sollten in der Küche bleiben. Du Frau. Na, wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Jawohl! Du sollst dich verschämen, sie zu unterstützen. Es gibt keine Überlebenden. Oh, wir haben einer unserer Settler ganz länger wurde leider verwundet. Nicht gerade das, was ich wollte. Ein Volunteer möchte ich gerne wieder haben. Dann. Oh, geil, wir haben Supplies. Das ist schon mal genau das, was ich wollte. Okay, das sieht irgendwie nicht gerade so nach guten Sachen. Jetzt habe ich mich angehört wie ein Pferd beim letzten Mal. So, holen wir uns mal den hier Food Supplies. Und würde ich mal sagen, wir verlieren aber Ehre dadurch, dass wir die angreifen. Es ist trotzdem nicht gerade das, was ich unbedingt wollte. Fort Ritchie kriegen wir sowieso nichts raus, deswegen tun wir mal die Sioux Indian Trading. What the fuck? Wir müssen gegen die Franzosen kämpfen?
Das erfordert sofortige Rückkehr nach Denver, um dann in der Nähe uns... Alles ist gelootet, Alter. Um unsere Truppen nochmal aufzurüsten, ne? Dass wir gegen die Franzosen in den Krieg ziehen. Tell me more. Tell me more. Or you gonna wreck it more? Oh mein Gott, ich bin einfach so dumm ab und zu. Nun ja. Ich meine, kennt ihr mich anders als meiner Dummheit? Ich glaube nicht. Und ich hoffe, ihr werdet mich auch nie anders kennen. Außer ich fange mal einen Drunken Let's Plays zu machen. Was irgendwie lustig wäre. Also ich glaube nicht, dass du irgendein Problem hast. Ja, also, nee, ich glaube, dass ich mich so betrunken habe. Ja? Ich hoffe es mal. Das ist uns irgendwie gleich peinlich. Tiziana. Nein, ich möchte nicht unbedingt heiraten. Außer natürlich, ihr wollt, dass ich heirate. Ich meine, es wäre mir eine Ehre, wenn ihr wollt, dass ich heirate, Aber schau mal nach, wo sind die französischen Gebiete? Die sind hier oben. Heißt, wir werden jetzt erst einmal nach Independence gehen. Wobei, erstmal nach... Boah, es hat draußen geblitzt. Das sieht so creepy aus. Nach Kansas City. Wir brauchen mehr Truppen. Es ist das USA Federal Government. Das interessiert mich jetzt gerade eben nicht so sehr. Ich habe keinen Bock jetzt gerade eben gegen Mounted Raiders zu kämpfen. Warum sind in jeder verdammten Kacksiedlung Mounted Raiders? Verstehe ich nicht. Dann auf zur Fortified Village. Six Bandits. Diesmal Bandits? Oh. Attack the Bandits. Keine Mounted Raider. Bandits. 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 Yeah. Bandits. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, wo der Feind herkommen wird. Aber ich glaube, es ist schlau, die Truppen alle sich hier oben auf den Hügel sammeln zu lassen. Jawohl, ein paar Reiter kommen schon nach. Ja, vier Reiter dürften eigentlich genügen. Ich meine, guckt allein dieses geile Face an. Wer könnte sich schon mit ihm messen? Wer wäre stark genug? Ich sage es euch, niemand wäre stark genug. Sind die da hinten? Ah, die sind hier! Die sind hier! Ich wurde getroffen! Ich wurde getroffen! Ah, ich wurde getroffen! Mein Gott, es tut so weh! It's hurting! It's hurting! Au, 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 fuck. Ich sollte absteigen. Ich wollte zu einer Herausforderung, aber doch nicht so eine. Truppen, zieht euch alle zu mir zurück. Unterstützt mich, rettet mich. Ich habe Angst, meine Hand blutet und ich... Oh mein Gott, er kommt. Woo! Wunderbar. So viel Schutz bietet also diese Deckung. Wow. Wehrt euch. Wehrt euch. Seid ihr zu dumm, euch zu wehren? Jawohl, schieß. Schieß. Ah, endlich Unterstützungstruppen. Settler Volunteer, auf dich ist links das. Jawohl, erschieß sie alle. Ja, ich kann meinen Charakter verbessern. So. Gut. Ich habe jetzt gerade eben mal Gefangenschaft ein bisschen verbessert. Okay, Leute, ihr dürft angreifen. Alle Mann, Attacker. Eigentlich ziemlich interessant, wie hier überall Kugeln rumfliegen. Bloß ich habe keine Ahnung, wo der Gegner gerade eben ist. Der letzte. Lebt er überhaupt noch? Ah, wir haben sie besiegt. Verdammt. Einer unserer Soldaten wurde getötet. Es ist schade. Ah, Finian Mercenary. USA. Pioneers. Volunteer. Regular Infantry. Okay, warum wir die danach zu Regular Cavalry? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich meine, Kavallerieunterstützung ist nie schlecht. Aber, nun ja. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man eine starke Infanterie hat. So, wie viele Soldaten haben wir jetzt? Ohne ein stark genuges Heer werde ich nicht in den Norden ziehen. Gegen die Franzosen. Achso.
Die American Settlers zahlen mir also so viel bloß. Oh Gott. Ich dachte jetzt schon, dass die USA ihre eigenen Siedler angreifen würde. Ich traue ja den Amerikanern alles zu. Also so ist es nicht. So, jetzt gehen wir auf in Memphis. Rekrutieren die Freiwilligen. So. Zurück nochmal nach St. Louis, denn da sind schon die französischen Gebiete. Und da werden wir uns ein paar Franzosen vornehmen, hoffe ich mal. Auf nach St. Louis. So, aber unsere epischen Kämpfe gegen die Franzosen dürft ihr euch erst in der nächsten Folge ansehen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.